Ja, Freunde, was geht? Hier ist Khaled und willkommen zu einem neuen Video von Assassin's Creed 2. Ja, meine Freunde, wir haben jetzt regelmäßig paar, also ich habe jetzt geschafft, regelmäßig in den letzten Tagen mehr Videos rauszuhauen. Rausgebracht, besser gesagt. Und ja, ich will das jetzt so schnell wie möglich jetzt zu Ende haben, weil ich will nach diesem Spiel jetzt hier FIFA mit FIFA anfangen. Und ja, meine Freunde, dann starten wir mal los und suchen jetzt mal die neue Aufgabe hier. Dann solltet ihr einen Termin machen und euren Füßen etwas Gutes tun. Kommt zu Faccio. Was denn? Genau, halt, Scaloniero! So. Ja, passt ihn. Mann, der ist zu schnell. Bist du müde, wirst du. Ihr gelüstet nach deinem Blut. Haha, Lacho, auf ihn! Wo ist ihr hin? Wärmen wir aus! Ja. Eccolo! Da! Da! So, Freunde, ich habe jetzt versucht, erstmal nicht reinzureden. Oh nein, das ist der nächste schon wieder. Weil ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, wegen diesem ganzen Tonproblem, dass ich alles wieder nochmal neu bearbeiten muss. Aber wie gesagt, bei diesem Spiel, wenn ich das jetzt fertig habe, will ich jetzt mit FIFA anfangen. Und da werden auch keine Tonprobleme hoffentlich mal sein. Und da hoffe ich, dass es dann vielleicht auch ein bisschen besser ist. So, rein mit dir. Weil wir waren ja jetzt in die neue Aufgabe. Na, wo kann man sowas machen? Die Daten wurden als Zusatzartikel den entsprechenden Gesetzestexten hinzugefügt. Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höchstpersönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Moschinico hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Dursche mag mich nicht. Warum das wohl? Eines Festes in San Polo hat der Doge verfügt, dass die Herstellung von Feuerwerkskörpern bestimmten Normen unterliegen muss. Die Gilde kann euch die entsprechenden Listen vorlegen. Jeder hat sich an diese neue Regelung zu halten. Attention an alle Händler, die mit... Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer, Schmeichler, Speichellecker. Muss ich fortfahren? Kretin, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe.
Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist. Die Herren haben die besten Damen. Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur 2 Schritte vom Dogen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr wärt dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Nein, und lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Du hast hier nichts zu schaffen. Und bitte, Herr, wollt ihr nicht einer armen Dame in Not helfen? Meine Füße tun mir weh. Können wir uns nicht irgendwo hinsetzen? Kennt ihr einen wirklich sicheren Ort für... Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird aus dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Er ist hier? Aus Rom? So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Robe des Dogen überstreift, Vetter? Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Im Namen des Rates der Zehn verkünde ich, dass alle Bürger, die ihre Lagerkeller vergrößern wollen, zunächst Planungserlaubnis einholen müssen. Vorkommnisse wie in San Polo sollen... Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Hey, wenn ihr schon nicht helft, entschuldigt euch wenigstens. Aus Rom? So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Robe des Dogen überstreift, Vetter? Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisiert. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Ja, warum kommen die denn nach? Manchmal ist Gewalt die einzige Lösung. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Er ist hier? Aus Rom?
So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Robe des Dogen überstreift? Vetter. Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisiert. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Wie soll es denn sonst gehen? Oder ich mache irgendwas falsch. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Er ist hier? Aus Rom? So sagt man. Gut. Dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Robe des Dogen überstreift? Vetter. Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisiert. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Calma, calma, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt ihr womöglich gar keinen Barbarigo. Oh. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ja. Signori, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Wir sind im Geschäft. Diese Wache war eine gute Wahl, Vetter. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Schluss mit dem läppischen Geschwätz! Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Messer Grimaldi. Ihr steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Es muss aussehen, als wäre er selig im Schlaf. Natürlich, Maestro. Wann seid ihr ihm am nächsten? Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihm mag nicht interessieren, was ich sage, aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Ah, Silvio. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Ja, und was ist das?
Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen. Ihr seht aus, als hättet ihr was von Spaß. Ah, war Bene. Dann ist es entschieden. Lust auf ein bisschen Spaß? Unsere Auslagen? Einverstanden. Ciao, Bello. Willst ein paar neue Stellen lernen? Hey, ihr seht aus, als wüsstet ihr, was euch Spaß macht. Hör schon, scher dich da vorne, du Sakretino! Wir brauchen deinesgleichen hier nicht. Meine armen Bücher. Hallo, Jungs. Ihr müsst uns helfen. Das war so ein Lauer. Ah, wunderschöne Frau. Wenn ich euch ansehe, glaube ich, das Paradies auf Erden zu sehen. Lebt wohl. Bill Giovanni. Zunächst Planungserlaubnis einholen müssen. Vorkommnisse wie in San Polo sollen vermieden und zu Widerhandler bestraft werden. Attenzione! Hinrichtungsbekanntmachung. Der Händler Medardo aus San Polo wurde wegen des Verrats gegen die Erlaubnis der Republik schuldig gesprochen und wird in 2 Tagen zum Sonnenanbruch auf der Piazza San Marco gehängt. Mann, ey. Ich hätte nicht da diese Jungs da rufen sollen. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Es muss aussehen, als wäre er selig im Schlaf. Natürlich, Maestro. Wann seid ihr ihm am nächsten? Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihn mag nicht interessieren, was ich sage, aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Ah, Silvio. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Ja, und was ist das? Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen. Illustrierten Messbücher des Grafen. Wenn sich nicht bald jemand mal erbaut. Die Herren haben die besten Vordergarten. Lust auf ein bisschen Geld, noch als alte Jungfrau sterben, wenn sich nicht bald jemand mal erbaut. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir damit durch sind. Das dauert echt lang. Vergebt mir, Maestro. Aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? Euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut, ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. So, Freunde. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. So, Freunde, jetzt haben wir es endlich geschafft. Es hat ein bisschen lange gedauert. Aber was soll's. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten würde ich dann sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed 2. Macht's gut, bis dann und ciao.